Und der dritte Otto-Brenner-Preis, dotiert mit 3.000 Euro, geht an das Team der Kooperative Berlin um den YouTuber Raik Anlers und den Journalisten Patrick Stegemann für die Internetdokumentation Lösch dich, so organisiert ist der Hass im Netz. Für Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Wer steckt hinter den Shitstorms, den Wellen von Hasskommentaren im Netz? Raik Anlers und Patrick Stegemann waren mit ihrem Team ein Jahr lang undercover in sogenannten Trollforen unterwegs. Ihre packende Dokumentation zeigt, wie erschreckend gut der Hass im Netz organisiert ist, aber auch, wie man ihm intelligent und wirksam begegnen kann. Bevor ich mit meiner Laudatio beginne, erlauben Sie mal einen kleinen Vorspruch. Brenner-Juroren widersprechen sich intern natürlich laufend, öffentlich nie. Heute mache ich da eine kleine Ausnahme von. Heribert Prantl hat eben gesagt, so jemand wie Albrecht von Lucke braucht kein Tamtam, keine Präsentationslogik. Und da er ja nun wirklich ein großer Rhetor ist, stimmt das natürlich. Aber es stimmt nicht generell. Ich glaube, dieser kleine Videoausschnitt hat gezeigt, dass modernes, kritisches Internetfernsehen in diesem Zusammenhang auch eine neue Bildsprache entwickelt, um ein jüngeres Publikum für Politik zu interessieren. Das gilt desgleichen für DocuPy, auch das haben wir gesehen. Bildsprache ist eben auch sehr, sehr wichtig und insofern Präsentationslogik. Lösch dich ist eine Dokumentation über den grassierenden Hass im Netz und wie er organisiert wird. Die Produzenten der Doku haben ein rechtes Netzwerk erstmals aufgedeckt, Reconquista Germanica, und wir haben ihn gesehen, Jan Böhmermann, der quicke Trittbrettfahrer und Zeitgeist-Surfer, hat sich gleich auf diesen Zug draufgesetzt und hat seine Anti-Aktion Reconquista Internet gegründet. Große Aufmerksamkeit für ihn in der Öffentlichkeit, radikales Rumoren, aber die Macher von Lösch dich waren zuerst auf dem Plan. Ihre Doku ist ein Musterfall von eingreifender Recherche und von jungem Internetfernsehen, das Politikmuffel wieder für Politik interessiert. Der Reiz, den diese 40-minütige Doku beim Anschauen entfaltet, ist ein dreifacher. Die Zuschauer werden mitgenommen auf eine kritische Entdeckungsreise hin zu diesem eben exklusiv aufgedeckten Netzwerk. Sie werden sozusagen mitgenommen auf eine Tauchfahrt ins politische Darknet. Sie werden zweitens Zeugen von politischem Engagement für eine gute Sache, mit der sich Journalismus entgegen einer überstrapazierten Spruchweisheit in Notlagen eben doch gemein machen darf. Und drittens werden wir Zuschauer nicht allein gelassen, weil das Team um Raik Anlers und Patrick Stegemann uns allen Wege aufzeigt, wie man sich gegen Hassrede im Netz zur Wehr setzen kann. Das ist konstruktiver Journalismus aus dem Geist der radikalen Kritik. Hier Kritik an Rechtstendenzen im Netz und in der Gesellschaft. Die Botschaft ist, ganz im Sinne von Otto Brenner, wir alle müssen wachsam bleiben, aber es gibt keinen Grund, den Mut sinken zu lassen. Meine Damen und Herren, wir wissen es alle, Fernsehen ist eigentlich immer Teamwork. Das aber gilt bei Lösch dich ganz besonders. Das waren erstmal netzaffine junge Leute mit politischer Haltung, die natürlich früh mitbekommen haben, wie die virtuelle Hassrede zum alltäglichen Normalfall wird, wie sie sich ihre Opfer sucht und dann sogar kampagnenartig aufstellt und mit rechtspolitischen Zielen vermengt. Unsere heutigen Preisträger suchten nach einer Antwort darauf. Und offenbar war für sie, für diese Preisträger, ganz früh klar, dass sie raus wollten aus der bloßen Deskription rein in die kritische Aktion. Das mag man nicht immer teilen, aber es gehört zur Medienfreiheit dazu. Sie wollten etwas tun gegen all den Hass im Netz. So fanden sich der YouTuber Raik Anlers und der Journalist Patrick Stegemann und die vielen anderen zusammen, die ich hier nicht alle namentlich aufzählen kann, die kommen aber gleich hier hoch. Aktivisten sind dabei und zum Beispiel eine Hackerin, die in Physik promoviert. Und übrigens
Auch ein Wissenschaftler ist dabei, Cornelius Puschmann, mein Kollege aus Hamburg vom Hans-Bredow-Institut. Der hat mitgearbeitet, mitrecherchiert, Ergebnisse in dieser Dokumentation werden präsentiert. Und wie ich vorhin gehört habe, führt das Ganze jetzt noch zu einem wissenschaftlichen Paper, welches einem wissenschaftlichen Journal angeboten wird. Und das wäre dann ein ganz interessanter Fall von Medienkonvergenz, dass es also über das Internetfernsehen dann wieder in die Wissenschaft führt. An Sie alle geht dieser Preis. Das sind die jungen Talente, die dieses Land für eine digitale und humane Demokratie aufzubieten hat. Und glücklicherweise gibt es davon viele. Sie müssen nur von einer ebenso trägen wie bedrohten Mehrheitsgesellschaft, von den oft nicht sehr innovativen Mainstream-Medien entdeckt und gefördert werden. Produziert wurde Löschdich unter dem Dach der Kooperative Berlin, einem Verbund innovativer Produzenten, die von sich sagen, Zitat, wir haben Standpunkte und bilden Debatten multimedial ab. Unsere Themen Medien, Netzpolitik, Journalismus, Zeitgeschichte, Bildung, Kultur, Stadtentwicklung. Übrigens hat Funk, das sogenannte Content-Netzwerk von ARD und ZDF, hier nicht einfach eine fertige Videodatei eingekauft, sondern war in die Entstehung des Programms von Anfang an eingebunden. Apropos Content-Netzwerk, ziemlich blutleerer Titel, finde ich. Ich sag's genauer. Ein reichhaltiges Fernsehangebot für junge Zuschauer, aber eben nicht mehr linear mit fester Programmfolge, sondern webbasiert. Häufig sehr unterhaltsam, stilsicher in juveniler Bildsprache und eben auch sehr politisch. Gut, dass es das gibt. Und jetzt weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Heik Anders und Patrick Stegemann, kommt auf die Bühne. Und das ganze Team gleich auch. Wir machen es über Dr. Frei. Herzlichen Glückwunsch, hallo. 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 Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, Raik Anders und Patrick Stegemann. Echt? Das Mikrofon ist an. Das perfekt. Ist schon Tradition, ja. Dass ihr jetzt zuerst kurz was sagen könnt, wenn ihr wollt. Oh, sehr gerne. Also bei diesem Film war es halt wirklich so, dass das Netzwerk, von dem wir sprechen, das klingt immer so ein bisschen dröge vielleicht am Anfang, aber es geht hier wirklich um tausende Aktivisten tatsächlich, die sich da zusammengefunden haben und deren Arbeit, nenne ich es mal, oder deren Aktivismus, daraus besteht oder darauf beruht, dass sie unentdeckt bleiben und dass sie andere Leute unter Druck setzen. Wir haben diese Leute ans Licht gezerrt, wir haben uns nicht einschüchtern lassen von ihnen. Auf diesem Wege möchte ich sehr gerne Funk natürlich danken, die sehr mutig, sehr furchtlos dieses Projekt angeführt haben. Natürlich auch der Kooperative, die das sehr modern, verständlich und beeindruckend einfach umgesetzt hat. Und schlussendlich auch nochmal hier der hochkarätigen Jury, die diese Arbeit heute wundervoll zu schätzen weiß. Vielen Dank. Ich würde vielleicht absolut, auch, ja. Herr Lilienthal hat es schon gesagt, ein Film ist natürlich ein Kooperationsprojekt vieler Leute, deswegen vor allem der Kooperative Berlin danken, Seitenmeier und dem Team. Wir waren ziemlich viele Leute von Hackerinnen, die schon genannt wurde, Helena Schmidt, bis zum Rechercheteam, Sören Musial, den ich namentlich extra nenne, weil er heute Geburtstag hat. können Sie auch. Ja. Lale, Keschrau, also wir sind insgesamt zu acht und all diesen vielen Dank und ja, wie gesagt, auch nochmal Funk, Philipp Schild und Hugo Gesen sind irgendwo hier und denen insbesondere vielen Dank, weil sie hatten sehr viel Mut bewiesen von Beginn an.
Die Leute, die den Hass im Netz verbreiten, das sind meistens keine Einzeltäter, sondern das sind geradezu, das zeigen Sie sehr gut, geradezu militärisch organisierte Gruppen, wie eben das rechte Netzwerk Reconquista Germanica. Wie sind Sie dem auf die Spur gekommen? Das haben Sie aufgedeckt, sozusagen. Also wir haben sehr früh begonnen, also wir waren ja ungefähr ein Jahr unterwegs, wir haben sehr früh begonnen, uns Fake-Accounts zuzulegen. Wir waren ganz gut unterrichtet in der neurechten Szene und sind so nach und nach sozusagen in diese Netzwerke eingesickert. Und der Film zeigt ja auch, wie wir ein Bewerbungsgespräch sozusagen meistern und beziehungsweise Sören es eigentlich meistert. Und um dort sozusagen aufzusteigen und um genauer zu wissen, wie genau die funktionieren. Eigentlich ist die Szene ja sehr überschaubar. Es sind nur so ein paar tausend, paar hundert. Es waren mehrere tausend tatsächlich, also ganz doch, so kleine Szene auch nicht. Sie kann so wirken, als sei sie viel größer, sie multipliziert sich quasi selbst. Wie schaffen die das? Naja, es ist natürlich auch von den sozialen Netzwerken selbst nicht ganz so aufgestellt, dass da entsprechende Sicherheitsmechanismen das verhindern könnten. Das heißt, du kannst relativ easy als eine einzelne Persönlichkeit multiple Accounts vorgaukeln und dementsprechend mit wenigen Mausklicks eigentlich quasi 100 Accounts gleichzeitig steuern. Das macht die Sache natürlich, genau wie es schon gerade dargestellt wurde von Ihnen, sehr eklig in der Form, dass immer so vorgetäuscht wird, dass es so eine riesige Masse an Menschen gäbe angeblich, die immer dieses ganz krasse rechtsextreme Gedankengut vertreten. Oftmals ist aber wirklich so ein verhältnismäßig kleiner Kreis an Leuten dahinter, die das steuern. Was haben Sie denn über die Ziele oder die Motive dieser Hasser bei dieser Recherche gelernt? Die sind sehr unterschiedlich auch, also, oder? Wir haben ja ganz unterschiedliche Netzwerke untersucht. Wir waren sozusagen bei Trollen. Wir haben ja auch Trolle, also die sich einfach im Grunde Trolle sind, also die gewisses sadistisches Empfinden dabei haben und Freude. Und wir haben eben politische Strategen getroffen und dazwischen changiert das auch. Also wir haben ja dann auch mit der identitären Bewegung gesprochen und das, was Jona sozusagen für seinen Bereich herausgefunden hat, den Befund können wir absolut bestätigen. Da gibt es große Überschneidungen. Große Überschneidungen gibt zwischen sozusagen den Rändern des demokratisch-konservativen Spektrums bis tief hinein ins rechtsextreme Spektrum. Das Schöne fand ich aber tatsächlich auch ein Interview, das wir hatten in dem Film mit einer Psychologin, die das Ganze mal begutachtet hat und deren fachmännische Meinung am Ende eigentlich auch war, ja, den Leuten ist langweilig. Also die sitzen quasi rum, haben mehr oder weniger nichts zu tun und auch anhand der Struktur, die wir gerade schon mal eingeblendet gesehen haben, ja, also die Leute kriegen da irgendwelche Level, so Paladin, General, Zauberwurst Game, oder was, ne? Auch immer. Ja, ja, es hat so ein bisschen diesen Videospielcharakter für die Leute, dass sie sich aufleveln können in höhere Ebenen, je asozialer sie Leute beleidigen. Wobei da natürlich auch oft die Frage aufkommt, ja, man muss doch mit den Leuten reden und man muss doch ins Gespräch kommen mit denen. Wenn aber die Ausgangslage dieses Gesprächs irgendwie ist, ja, dass sich so zwei Pole gegenüberstehen, Nummer eins, die Würde des Menschen ist unantastbar und Nummer zwei, ein Menschenleben ist nichts wert. Ja, wenn es darum geht, wir müssen die Flüchtlinge ertrinken lassen, wir müssen irgendwelche Leute vergasen, wir müssen die ins Gefängnis stecken und dies und das. Wenn dann der Kompromiss da irgendwo sein soll, ja gut, also manches Leben ist zum Beispiel wertvoll und anderes nicht, dann ist das irgendwie kein Kompromiss, auf den ich oder auf den wir uns einigen können, sondern da muss man auch wirklich, und da finde ich auch die ARD-Programmgrundsätze auch gar nicht so verkehrt, sich wirklich mal darauf berufen zu sagen, wir haben auch als Öffentlich-Rechtliche einfach den Auftrag, den Wert des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit einfach hochzuhalten, zu schützen und auch mit einem Projekt wie diesem immer weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Und es war absehbar, Sie haben sich mit dieser Dokumentation die Dokumentation natürlich auch selbst einer ganz großen Welle von Hass ausgesetzt. Dazu muss man nur mal die Kommentare auf Ihren Twitter-Account sehen, auch die Reaktion auf diesen Preis zum Beispiel. Da geht es dann gleich schon los. Wie gehen Sie selbst mit solchen sehr heftigen und persönlichen Angriffen um? Also ich persönlich bin es ja durch meinen YouTube-Kanal schon seit geraumer Zeit gewohnt, dass immer mal wieder diese Wellen des Hasses auf einen niederpreschen. Dementsprechend für mich war es jetzt keine ganz neue Erfahrung, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt gewesen, auch von der Kooperative und auch von Funk und natürlich auch hier von der Jury, wie gesagt, dass sie sich dem auch stellen, dass sie sich dann nicht zurückziehen, weil sie denken, okay, wir haben jetzt keinen Bock auf diese eklige Reaktion, sondern dass man sagt, wir halten irgendwie dagegen und dementsprechend bin ich ja sehr stolz auf das gesamte Team, dass man da so zusammengehalten hat, es durchgezogen hat und dass wir jetzt diesen wunderschönen Preis hier empfangen dürfen. Vielen herzlichen Dank, Raik Anders und Patrick Stegemann, danke.